Al-Aqad, American War. Die USA im Jahr 2075. Ein Land, ein Kontinent, der sich erneut im Bürgerkrieg befindet. Und zwar zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten, die unversöhnlich entzweit sind über die Frage der weiteren Nutzung von fossilen Brennstoffen. Auch ein Land, in dem nichts mehr so ist, wie wir es heute kennen. Ein Land, was völlig zerfallen ist, von Umweltkatastrophen gebeutelt, was seine Vormachtstellung in der Welt schon längst verloren hat. Und dort begegnen wir einer Familie, die in den Wirren des Krieges auseinandergerissen wird. Und die kleine Sarat findet sich mit ihrer Familie in einem Flüchtlingslager wieder. Und dort gerät sie in den Kreislauf von Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Vertriebensein. Und groß geworden entschließt sie sich zu einer ungeheuren Vergeltungsmaßnahme. Das ist wahrhaftig kein Wohlfühlbuch. Es ist deswegen kein Wohlfühlbuch, weil es uns zum einen eine gruselige Dystopie vor Augen führt, die gerade ja im Moment von beklemmender Aktualität ist. Und es ist aber auch ein wichtiges Buch, weil es uns zeigt, dass das, was hierin beschrieben wird, heute für viele Menschen auf der Welt Teil ihrer Realität ist, nur eben nicht in den USA.